Okay, ich laufe. Hallo zusammen, wir sind hier und jetzt unterwegs zu Mammut, einem der größten Bergsportausrüster der Welt. Wir wollen mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, sehen, wie hier Produkte entwickelt werden und wie sie getestet werden. Genau, wir haben euch nämlich aufgerufen, all das Material zu schicken. Seile, Gurte sind angekommen, Karabiner, die testen wir heute bei Mammut und schauen mal, wie lange hält dieses Zeugs eigentlich auch aus, noch in dem Testlabor von Mammut. Außerdem zeigen wir euch, dass Mammut eine ziemlich coole Toilette hat. Ja, hier lässt sich's gut Hände waschen, aber keine Sorge. Wir sind natürlich aus einem anderen Grund hier als die Toilette, nämlich um Magnus Raström zu treffen. Er ist Produktmanager bei Mammut und wird uns heute so ziemlich jeden Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Von der Produktidee über die Entwicklung bis hin zum Testen der Belastbarkeit. Was passiert hier in Seeln in der Schweiz? Hier, wir entwickeln alle Produkte, machen die ganze Produktdesign und wir testen die. Okay. Ihr habt, das stimmt, ihr habt ja einen der wenigen Fall Tower in Europa, wo ihr eben so Seile einspannt und dann runterfallen lässt das Gewicht, wo ihr die Seile testet, richtig? Stimmt, werde ich euch gleich zeigen. Hier schon mal ein Vorgeschmack, wie das dann aussehen wird. Ihr erinnert euch, wir hatten euch gebeten, uns euer altes Material zu senden, das ihr nicht mehr braucht, damit wir es hier der Belastungsprobe unterziehen können. Von meinem Vater zum Test mit Action Talk TV. Dann gehe ich schon mal ins Labor. Bereite schon mal ein paar Tests vor und dann sehen wir uns später. Sehr cool, ja. Ich bin nachher vorbei. Cool, merci André. Bis dann. Bis dann. Ja, Magnus, ihr zerstört ja hier nicht primär Produkte, sondern ihr entwickelt sie ja. Und yeah. Da gibt es verschiedene Prozesse oder wie das so durchläuft. Und das schauen wir uns ja heute auch an. Oder wie entsteht ein Kletterprodukt? Ja, und ich denke, wir fangen mit Seile an. Mhm. Seile sind das Kerngeschäft von Mammut. 1862 gründete der Seilmacher Kaspar Tanner das Unternehmen. Zunächst richtete es sich die Seilproduktion vor allem auf die Landwirtschaft aus, aber nach dem Zweiten Weltkrieg fasste Mammut auch andere Segmente ins Auge. Die ersten Seile aus synthetischen Fasern für den Alpinismus, Segelsport und Netze für andere Sportarten wurden hergestellt. Ab den 70ern stellte Mammut auch Schlafsäcke, Bekleidung und Zelte her. Heute können sich Alpinisten praktisch in jedem Bergsportsegment auf die Qualität der Schweizer Marke verlassen. Längst haben Seile punkto Sicherheit und Handling einen hohen Standard erreicht. Dennoch wird bei Mammut stetig an der Weiterentwicklung geforscht. Ein Seil muss einfach halten. Natürlich, natürlich. Und inzwischen sind Seile ja auch so weit sehr gut konzipiert und entwickelt, dass sie wahnsinnig langlebig sind. Themen, die uns natürlich immer noch sehr beschäftigen, ist, wie können wir Seile in puncto Nachhaltigkeit verbessern, natürlich auch die Produktion umweltbewusster gestalten. Wusstet ihr übrigens, dass sich das Material von Mantel und Kern gar nicht unterscheidet? Genau, ja. Also alle unsere dynamischen Bergseile sind aus Polyamid, also einem Monomaterial. Somit können wir sie auch recyceln. Aber es ist die unterschiedliche Eigenschaft, die diese Seile ja doch haben, das spüre ich jetzt auch, das ist dann nur die Verarbeitung, nicht das Material. Genau, also zum einen ist es natürlich, wie ist die Fachung des Mantelzwirns? Das hat natürlich einen großen Einfluss auch auf das Handling des Seiles. Wie wurde es letztendlich geflochten? Da gibt es natürlich unterschiedliche Parameter, die wir beeinflussen können. Und natürlich auch die Anzahl Litzen in der Bergseileinlage sind natürlich dafür ausschlaggebend, auch wie dick unser Seil ist oder wie dünn. Recycling ist ein großes Thema. Bei diesem Seil, dem WeCare Rope, ist der Mantel aus Resten geflochten, die sich bei der Webemaschine zwangsläufig ergeben, wenn es einen Farbwechsel gibt. Früher hat man diese Garnreste weggeworfen. Jetzt macht man damit einzigartige Seile. Die Farbe jeder Serie ist aufgrund der verfügbaren Reste ein buntes Gemisch. Und jedes Seil ist auch ein bisschen ein Unikat, oder? Das hier ist ein bisschen grauer. Doch können dereinst alte Seile komplett recycelt und zu neuen geflochten werden? Mit dem Closed-Loop-Projekt strebt Mammut dieses Fernziel an. Das ist jetzt zum Beispiel ein Seil, das in einer Kletterhalle abgegeben wurde. Genau. Das ist auch wirklich Zeit, das abzugeben. Schönes Exemplar, ja. Zwar ist die Qualität des wiedergewonnenen Garns aus alten Seilen noch nicht ausreichend, um daraus neue zu machen, doch das Material wird in anderen Textilien eingesetzt. Aktuell machen wir einfache Fabrics, also zum Beispiel das T-Shirt, das ich anhabe. Das ist aus einem alten Seil? Genau, ist quasi aus einem alten Seil gefertigt. Sehr gut. Ja, gut.
Und das Fernziel wäre es, also aus alten Seilen neue Seile zu machen, nicht nur T-Shirts? Aus alten Seilen irgendwann Rucksäcke zu machen, Schlafsackhüllen, vielleicht irgendwann Seile, ja. Das wäre quasi langzeit sicher eine Vision, die wir haben. Mit dem Closed Loop Projekt schließt Mammut den Kreis. Doch jetzt wollen wir sehen, wie sieht es aus, wenn ein Produkt geboren wird. It's a very classic product for climbers. So we had to do something iconic, because when you think about climbing, you think a bit of a carabiner. So I'm starting with drawings. I also have some inspiration board with product which are not coming from the climbing environment, but where I like the lines, like very simple and clean lines. And then I will try to implement it on the product, on the carabiner. So this is a tricky part, because I need to be in the middle of having something resistant enough, but which is still fitting to the lines I really want to have. Design. Yeah, exactly. So how do you manage, I guess you're not an engineer, you're a designer. Yeah, so exactly. You design something and the engineer is saying, oh no, we can't use this, or how does it work? This was a lot of back and forth between me and the engineer. Like, I was always trying to propose stuff, and my engineer was coming back saying, yeah, it looks nice, but it's not happening like that. So yeah, it's really a close work between us two, because I will always push for, like, I have no knowledge in how strong this shape will be. And so I had always to go to him to understand why it wasn't working. So you climb yourself as well, I guess. Also, yeah. Of course. So, and also my engineer. Like, so it's cool, because you are doing something you will use later. It's really a bonus. And yeah, most, like, we know what we are talking about. So it's really like brainstorming and bringing ideas. It's super fun. Uns fällt auf, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine hohe Identifikation mit der Marke Mammut haben. Das kommt nicht von ungefähr. Egal mit wem wir sprechen, stets spürbar ist die Leidenschaft für das, wofür Mammut steht, die Berge. Das Bedürfnis, die besten Produkte herzustellen, kommt also auch von der eigenen Anwendung. Man muss klettern, man muss sportlich sein, man muss in dem alpinen Umfeld unterwegs sein, Skitouren gehen, Skifahren, Wandern, also dieses Anwenderbewusstsein muss man mitbringen. Die Produktentwicklung ist aber nur der erste Schritt. Danach geht es natürlich auch darum, die Produkte zu testen, ob sie funktionieren, ob sie die Kräfte auch aushalten. Mammut hat einen der wenigen Falltürme in Europa, wo sie eben zum Beispiel Seile testen können auf ihre Festigkeit. Wir haben ja zu Beginn dieses Besuchs hier dem André schon unsere Kiste gegeben mit all dem alten Material, das ihr uns eingesendet habt. Inzwischen hat er mal so ein Seil in den Fallturm eingespannt. Ich würde sagen, wir gehen mal schauen, was das noch hält. Genau. Arme Seil. Das alte Mammutseil, das wir testen, wurde uns von Nando Peters eingesandt. Es ist 10 mm dick und nach Angaben von Herrn Peters mindestens 20 Jahre alt. Den ersten Normsturz hat es schon mal überlebt, doch nicht ganz unbeschadet. Die enorme Fallmasse hat dazu geführt, dass das Seil schon deutlich ausgedehnt wurde. Bis zum nächsten Sturz lässt man 5 Minuten verstreichen, damit sich die Fasern wieder etwas zusammenziehen können. Das sind jetzt 80 Kilo. Erklär mal so einen Normsturz. Der ist ja etwas, was in der Realität kaum vorkommt, oder? Absolut nicht. Wieso? Also vielleicht, wenn man so ein bisschen mit Zahlen argumentiert. Was wir jetzt hier testen, ist eben, wir testen das Seil mit einem 80 Kilo Stahlmasse. Stahlmasse kann keinerlei Energie aufnehmen. Man kann so grob sagen, eine 80 Kilo Stahlmasse verhält sich ungefähr so wie ein 120 Kilo schwerer Kletterer. Dann testen wir das Seil komplett statisch, sprich keinerlei Durchlauf in dem Sicherungsgerät, so wie es in der Praxis eigentlich vorkommt. Die Seillänge, die im System ist extrem kurz. Und der Sturzfaktor ist extrem. Also wir testen hier mit dem Sturzfaktor von 1,75 ungefähr. Das ist, wenn man es mit der Praxis vergleicht, ungefähr ein Sturz, fast den Standplatz. Und das zusammen ergibt ein Sturzszenario, was in der Praxis eigentlich fast nicht vorkommt.
Weiter geht's. Sturz Nummer 2 und 3 steckt das Seil zu unserem Erstaunen locker weg. Jetzt kommt Sturz Nummer 4, mal schauen, ob es den auch verbaut hält. Du bist der Einzige, der noch überrennen ist. Endlich. Ganze 4 Normstürze hat das über 20 Jahre alte Seil noch ausgehalten. Zum Vergleich, ein neues muss je nach Dicke ungefähr 8 Normstürze überleben. Weiter geht's zur Zugprüfmaschine. Hier werden Karabiner und Gurte so lange auseinandergezogen, bis sie reißen. Dieser Gurt wurde uns von Oliver Altherr eingesandt. Naja, ein kurzer Blick darauf lässt er an. Höchste Zeit, dass der aus dem Verkehr gezogen wird. Oder doch nicht? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der sogar noch die Norm besteht. Gut, schauen wir doch mal. Doch dann sieht es bald einmal erwartungsgemäß schlecht aus. Wollte der Gurt den Test noch bestehen, müsste er 1,5 Tonnen halten. Doch schon bei 1 Tonne beginnt es bedrohlich zu knacken. Oliver, diesen Gurt solltest du nicht mehr tragen. Kannst du nicht mehr. Jetzt ist er bei etwas über 12.000 gerissen. Was wäre das jetzt in der Realität? Kriegst du so einen Sturz hin mit 12 Kilo? Keine Chance. Also so von dem her war es auch noch ein bisschen safe. Genau. Also da ist so eine Sicherheitsmarge jetzt, ich sage jetzt von knapp dem Zweifachen aus der Realität eigentlich immer noch gegeben. Vorsicht also bei sicherheitsrelevanten Textilien. Man tut gut daran, solches gegen solches auszutauschen. Doch wie sieht es bei den Metallen aus? Von Noah Baumann kriegen wir einen Karabiner zugesandt, der fast schon als Museumsstück durchgehen würde. Diese Karabiner gehörten dem Vater meiner Freundin. Während seinem Trip in die USA 1987 hat er sich diese Karabiner gekauft. Dominik, wie alt warst du 1987? Da war ich noch nicht auf der Welt. Ich bin gerade geboren. Jungspunde. Ja, testen wir dieses Teil, dünkt mich ziemlich dünn, die Angelegenheit. Simon aus Chamonix, eigentlich fast schon ein historisches Stück, aber wir zerreißen das jetzt. Ich glaube, wir machen es jetzt noch. Gut. 2 Tonnen. Wir sind jetzt bei 2,1 Tonnen. Und das ist eben das Schöne bei metallischen Klettergegenständen. Dort sagt man eigentlich, es hat eine lebenslange Lebensdauer. Was ist denn mit diesen Haarrissen? Man hört doch, dass wenn er weit runterfällt, könnte er Haarrisse haben. Stimmt überhaupt nicht. Es gibt mittlerweile ganz viele Studien, die belegen, dass Haarrisse bei Karabinern absolut keine... ein Märchen sind. Genau. Fake. Fake News. Karabiner ewig benutzen, möglich. Textil, also Seil, Schlingen, Gurte unbedingt nach maximal 10 Jahren austauschen. Maximal. Außer natürlich in der normalen Nutzung muss man natürlich dann entsprechend reduzieren. Also genau. Viel Nutzer im Extremfall schon nach einem Jahr oder so. Genau. Na, das ist doch gut zu wissen. Inzwischen ist der Tag vorbei, Zeit für Feierabend, wobei noch nicht ganz. Climbing time! Schön! Ein paar Stunden arbeiten, ein paar Bowls und wieder arbeiten.